So, willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind immer noch in, jetzt pass auf, Al-Shedim heißt das Ding hier. Ich hab mal nachgeguckt. So, und hier sind ein paar Nomaden. Gibt's hier auch einen, der einen Namen hat? Aha, die vier Lumpen schon mal nicht. Haha, da haben wir einen. Was willst du? Hast du nichts zu tun? Was willst du? Bist du behindert, Alter? Willst du nicht mit mir sprechen? Alter, ich hab Ruf bei euch, Mann! Ich weiß nicht, wie viel. Ich guck mal ganz kurz. Ich hab 11 Ruf und der Typ sagt, was willst du? Spacko, Alter. So, na gut, dann nicht. Blöder Penner, Mann. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier einen Auftrag oder sowas. Das ist eh nur eine Felsgedönsmaschine da. So, und ich würde sagen, wir gehen hier weiter durch die... Ist das hier im Weg? Guck mal. Ne, aber hier ist gleich Ende. Im Gelände. Wir gehen hier weiter durch die Ruine durch und machen alles platt. Was ist denn da hinten? Hey, noch mehr Nomaden! Ja, gut. Das ist hier wieder so ein Typ, der sagt, willst du Packwaren? Was, wie heißt er? Ja, wirklich Packwaren? Komm, Packwaren. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Du bist ein kleiner behinderter Spacko, Alter. Was ist denn da los? Aber die sind doch nicht irgendwie böse. Was? Krut der Heiler, die sind doch nicht böse auf mich, um es mal zu Ende zu bringen. Also jedenfalls, da haben die weiße Namen. Also die Namen sind sozusagen weiß. Über ihren Schädeln. Das heißt eigentlich, dass sie neutral zu mir stehen. Wir haben gerade irgendwas eingesammelt, was ich jetzt hier noch nicht mal finde. Irgendwie Krut des Heilers. Ich bin irgendwie blind, keine Ahnung, gibt's hier nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur Schlüssel suchen, sondern auch noch Krüde, oder was? Das ist alles, ja, hier ist ja alles. So, und hier können wir kurz mal langlaufen, vielleicht ist hier noch was. Aha! Feuergolem. Easy. Ansonsten sehe ich hier eigentlich nichts. Also ich denke mal, wir werden ja die paar Palmen hier noch mitnehmen. Gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Vielleicht ist hier noch eine Höhle oder sowas. Wir gucken mal ernsthaft. Wir gehen auch gleich wieder zurück. Keine Angst, keine Sorge, aber ihr seht ja, wenn wir hier irgendwo eine Höhle vergessen, da ist irgend so ein Spacko drin und schon kriegen wir irgendwie, weiß ich nicht, neuen Magier, irgendwas, neuen Richtstab und hast nicht gesehen. Okay, hier ist wirklich gar nichts. Hier lohnt es sich also nicht hinzukommen. Junge, ich glaube an dich, du kommst hier hoch. Sehr gut. Oh Gott. So, und da oben waren ja ein paar Ortszelte. Vielleicht wollen ja die Orts mit uns reden. Vielleicht ist es hier verkehrte Welt. Die Nomaden sagen halt die Fresse und... Was willst du? Das heißt, muss ich jetzt hier wirklich jeden... Oh Gott, ich muss jetzt hier jeden Krut quasi angucken. Und gucken, ob ich den mitnehmen kann. Seht ihr das richtig? Das ist doch kacke, Junge. Wo waren wir denn eigentlich schon? Also kann sich hier nur um Stunden handeln, bis wir hier durch sind. Da war der Typ. Da sind die Ork-Zelte. Waren wir hier schon? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was kaputt gemacht. Platt gemacht. Da hinten waren wir schon mal, das weiß ich noch. Aha. Hier waren wir noch nicht. Hier ist immer nichts. Kann man hier irgendwas einsammeln? Nee. Okay, mal laufen wir mal zu den Orks hin. Wenn das, ja, sind... Oh, und die sind uns liebgesonnen. Das heißt, wir können mit denen reden. Wahrscheinlich. So, wen haben wir denn hier? Es gibt schlechte Nachrichten. Oh oh. Ich bin nicht mehr bereit, eine Risiko einzugehen. Alle verdächtigen Morras werden getötet. Jetzt wirst du bluten. Wundervoll. Das ist... das ist in der Luft erwischt. Alter, deine Reichweite. So, zwei sind weg. Okay, also jetzt haben wir wirklich mit den Orts komplett Probleme. Hey! Da hinten wird ein Freund von mir angegriffen. Oh, die Nomaden machen mit! Triff doch mal! Das sind Bodenschützen. Ich glaube, wir werden mal auf die Bodenschützen gehen. Beziehungsweise Armbrustschützen. Ist aber eigentlich Olatte. So, niemand darf sterben. Dir werd ich helfen. Nice. Ork. Nein. Nein. Scheiße. Jetzt bist du dran. War so klar, dass der Typ mich natürlich angreifen muss. Hey, Mann, ich hab's doch nicht so gemeint, Mann. Muss ich jetzt echt laden?
viel Gold haben wir? Junge, wirklich. Das war nicht so gemeint. Ich guck mal, also ich habe mir jetzt erstmal nicht umgebracht, sondern habe mir jetzt einfach nur niedergeschlagen. Bestimmt ist er gleich ein bisschen sauer auf mich, aber ja, kack drauf. So, das wird uns jetzt eigentlich sozusagen mit jedem Ort passieren. Jetzt haben wir es sozusagen verkackt, dadurch, dass wir 3 Städte in Myrtana eingenommen haben. Das war ausschlaggebend. So, Junge, du kannst wieder aufstehen. Ich gestatte es dir. Mein Kopf. Pass gut auf dich auf. Okay, alles klar. Also wenn ihr jemanden so angreift, dann einfach niederschlagen. Das scheint anscheinend, ist auch gut. Das scheint so zu laufen. Das macht euch quasi hier nicht zum Verräter. Mal Glück gehabt, würde ich mal sagen. Hier im Pfeil, da interessiert mich ja gar nicht für. Was ist denn eigentlich da oben? So eine Art Brunnen oder was? Oh, da hinten ist noch ein Ort. Ach komm, wir nehmen uns jetzt auch hier oben hin. Aber das war ja ein Quest, ich habe wieder nicht nachgucken können, weil ich ja mitten im Kampf war, was wir da abgeschlossen haben, aber irgendwas haben wir abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Aufträge abschließen ist immer gut. Oder! So. Daneben! Oh, nicht daneben. Lauf, Junge, lauf! Na toll, eine Mumie. Okay, einer ist tot. Die müssen jetzt eigentlich sterben, wenn wir hier die Richtigen erwischen. Easy. So, Mondstern nehmen wir noch mit. Wo ist denn der andere gestorben? Der andere ist hier irgendwo gestorben, ne? Jo. So, kurz mal noch die Mumie platt machen. Wo ist sie? Da haben wir sie. Mensch, meine einzelne Mumie, was ist denn da los? Sonnenkraut, hier ist auch nichts, wa? Nö. Na gut. So, gucken wir mal, ob hier war, glaube ich, noch eine Truhe, ne? Wir können jetzt jede Truhe aufmachen. Gucken wir mal, was da drin ist. Ah, eine schwere. Eine schwere könnten wir auch so aufmachen, aber wir haben den und Mana. Können wir ein paar Dietriche sparen. Yeah! Wuhu! Eine Eisklinge. Ich glaube, das hat man noch nicht. Die Herkunft der Klinge ist nicht belegt. Man vermutet einen Alanos-Schwertmeister als Erschaffer. 80 Klingenschaden, ist, glaube ich, nicht so pralle. Aber mal eine Klinge, die es wahrscheinlich nur einmal im Spiel gibt. Also eine Unique-Klinge. Die sind tot, ne? Okay. Hat ein bisschen Schiss, ne? So eine Horde Viecher hier. So, und da ist der Ort-Tempel. Da hinten ist noch ein Lagerfeuer. Aber wir müssen ja jetzt theoretisch ja alle umgebracht haben. Lester! Hey, was ist da los? Ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super! Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Was? Hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Nice, Jungs. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Heiler. Pass auf, Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Ja, der ist schon tot. Sorry. Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Ey. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Saturas ist übrigens der oberste Wassermagier damals gewesen. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Cool, jetzt haben wir schon mal 2. Finde den zweiten Schlüssel, sehr gut. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hey, warte mal. Was rieche ich denn da?
Du stinkst wie ein ganzes Sumpfkrautfeld. Ach das, ja, ich hab was dabei. Das habe ich mir aus Lago besorgt. Hey, ich hab den Orks ein paar Goldstücke abgenommen. Meinst du, du kannst mir was verkaufen? Klar, Lester. Nimm das ganze Paket. Danke, Mann. Hau rein, Junge. Du bist ein echter Freund. Warum nicht? So, Lester lassen wir aber hier. Brauchen wir nicht. Cool, jetzt haben wir Lester mal wieder gefunden. Also wer es nicht, vielleicht nicht mehr weiß, Lester war ganz am Anfang auch dabei. Als wir Ardea überfallen haben zu fünft. Also das Abenteuer der fünf Freunde quasi. Als es begann, da war Lester auch am Start. So, die, ja. Die Orks haben ja richtig was hier liegen zu gehabt. Was ist denn hier los, sag mal? Hier ist auch nichts, oder was? Na gut. So, also wir haben jetzt zwei Schlüsse und wir haben eine riesige Stadt noch vor uns. Ach du Kacke, Mann. Ach so, sag mal, nee, du warst ja Packwan, ne? Du hast uns den Sieg gebracht. Danke! Und schön, dass du nicht mit mir redest, du Spacko. So, haben die eigentlich ja hinten mitgemacht? Ich gehe mal ernsthaft nochmal hin, weil wir jetzt theoretisch ja die befreit haben, beziehungsweise was heißt befreit, weil wir die Orts, die platt gemacht haben. Ach, da waren sie, okay. Wir reden später. Ja, alles klar. Keine Ahnung. Warum die einen Namen haben, frag mich nicht. Reden eh mich mit einem, also. Sonst müssen ja jede beschissene Ruine durchsuchen. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Na gut, dann nehmen wir mal weiter. Also da ist der Tempel. Wahrscheinlich können wir also nicht in den Tempel rein, wenn wir nicht alle Schlüssel haben. Das ist ein bisschen die Frage, wie viel es gibt. Weiß nicht, ich schätze mal 5 oder so. Vielleicht haben wir nur 3. Ui. Ah, hier waren die ja, ja, okay. Hier hatten wir, glaube ich, auch schon diesen Heiler-Krug gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Wir laufen also gerade hier ein bisschen im Kreis. Ist nicht so toll. Da ist nix. Hier ist ein Korb. Ui. In Körben können die auch drin sein. Ja. Sind sie aber nicht. Hier ist nix. So, in dem Fall müssten natürlich auch hier wieder mal ein paar Viecher kommen. Hier ist noch ein Korb. Oh, auch nix. Oh Mann, wird das wird eine übelste Scheiße werden. Den müsst ihr zu sammeln. Also die Krüge müssen wir halt noch sammeln. Und die Schlüssel. Ah, leck mal nicht so rum hier. Seltsame Pilze müssen wir nicht sammeln. Okay, hier ist nichts. Da ist ein Tempelwächter. Erwischen wir den? Oh ja, nice. Aber uns angreifen tut er auch nicht. Gut, aber wenn hier ein Gegner ist, vielleicht... Ach du, ein Gegner ist, ja. Dann ist hier vielleicht was, Freunde. Kommt hier noch einer? Nee, ne? Nee. Gut, alte Truhe, ich weiß, könnten wir theoretisch auch mit unseren Dietrichen aufmachen, aber... Alter, wir haben neuen Zauberspruch gelernt, Mann. Wir machen es jetzt alles mit dem Zauberspruch. So, was haben wir hier gefunden? Diebesamulett bringt uns einen Scheiß. Und der Rest auch. Na gut. Seltsamer Pilz, da hinten ist auch nichts. Hier ist noch ein Turm. Warane sind hier auch noch. Hier sind so Fackeln. Das sah verdächtig danach aus, dass man da irgendwie runtergehen kann. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal zum Turm. Ist mal geil, es sind immer so 4, 5 normale Varane und dann ein Feuerwehrran. Quasi der Anführer der Horde. So, kann man hier in den Turm rein? Achso, hier kann man noch nicht rein. Das ist natürlich blöde. Ist ja langweilig. So, hier ist nichts. Ja, und hier ging's mal irgendwo hin. Aha, hier ist so eine Art alte Tempelruine oder was? Alter Tempelrest. Was? Figur des Kriegers. Was müssen wir noch alles sammeln? Ach so! Ah, okay, man muss also verschiedene Gegenstände sammeln. Man muss also eine Fidu des Kriegers, einen, was? Oh. Einen, was war das? Krug des Heilers oder sowas? Keine Ahnung, was man noch so sammeln müsste.
Also wir müssen auf Deutsch einfach nur alles absuchen. Und Glück haben, dass wir alles finden. Das ist doch mal toll. Ist das Ding da hinten tot? Ja, da waren wir also anscheinend schon. Was war hier? Nee, denkst du? Wir müssen jetzt die ganzen Figuren finden. Da ist noch eine. Nein, nicht die Kaktusblüte, Mann. Da sind noch ein paar Viecher. Okay, hier oben ist noch eine Truhe gewesen. Die können wir mal so aufmachen. Ah! Tempelschlüssel? Nice, haben wir den nächsten. Den dritten. Okay, das ist schon mal gut. Okay, also wir müssen wirklich alles absuchen. Hey, mein Bruder, kann ich da Headlitschen? Aber man kann wirklich nicht im Springen schießen, das ist ein bisschen schade. So, hier ist nichts mehr. Wenn ich mal wüsste, wie viele Figuren wir finden müssen, das ist so ein bisschen das Ding. Ist auf jeden Fall noch eine. Sehen wir noch irgendwas von hier? Ne, komm mal rüber. Ich glaube, kann es sein, dass diese Ruine so ein bisschen unterteilt ist, sozusagen in das Heilerviertel, in das Kriegerviertel und sowas. Und vielleicht müssen wir dann die... Also wir haben jetzt nämlich die ganzen Kriegerdinger alle an einem Platz gefunden. Alter. Was für ein Camper. Easy. Feuerwehrran können wir auch da mitnehmen. Also dass wir quasi die Krüge bei den Heilern, beim Heilerviertel suchen müssen oder im Heilerviertel suchen müssen. Und hier in diesem... Wahrscheinlich sind wir gerade in einem Kriegerviertel. Und hier dann wahrscheinlich diese komischen Figuren. Das kann natürlich sein. Das heißt da sehr wahrscheinlich auch, dass es immer ein Schlüssel für jedes Viertel gibt. Alter, die hätte ich ja nicht gesehen. Jetzt mal ehrlich, also. Was? Okay. Jetzt haben wir 6. Ah! Sackgasse, toll. Nee, können wir auch nicht hoch. Wieder außen rumlatschen. Also auf jeden Fall müssen wir noch irgendwie diese Quest kriegen, dass wir diese komischen Figürchen hier sammeln müssen. Und da wird uns ja sicherlich jemand sagen, wie viele es sind. Hier waren wir, ne? Okay. Ha, ha, ha. Seltsame Pilze. Oh, Truhe? Na komm, machen wir so mal auf. Aha. Magier-Amulett. Gar nicht schlecht. Jagdbogen, der Rest ist wieder Blödsinn. Oh, es sieht anstrengend, dass wir jetzt hier echt in jede Ecke gucken müssen, ob wir irgendwo eine Figur ist oder so. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen... Ah, hier ist noch was. Aha, aha, aha. Gott. Haha, wirklich? Warum sind da jetzt so viele Pflanzen? So komisch drapiert. Welche coolen Pflanzen dabei? Ne, ne, das sind einfach nur die Standardpflanzen. Na gut. Wir gucken auch gleich mal auf die Karte. Wo wir hier endlich sind. Wie weit sind wir denn schon voran? Ah, okay. Quasi jetzt im Herzen. Und das sieht aus wie der Tempel so. Wir müssen mal gucken, dass wir uns hier nicht irgendwie verlaufen oder so. Dass wir eins nach dem anderen machen. Hier oben ist nichts. Irgendwie gibt es hier immer Kampfmusik. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht von drinnen? Kann das sein? So, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob wir hier gerade schon waren. Doch, hier.
Ah, hier waren wir, aber hier waren wir nicht. Der sieht doch alle gleich aus, Freunde, kann das sein? Also, das kenne ich hier noch. Das war da vorne. Ja, ungefähr da. Da hinten, ne? Gab's auch schon mal so diese Ecke hier. Oh, Mann. Naja. Da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass das hier ein bisschen länger dauern wird. Also, ohne Sammelobjekte wäre ich hier, glaube ich, einfach nur durchgerusht, aber... Ah, ne, haben wir schon. Brich bitte ab. So. Mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Aha. Da hinten geht's rein. Und da müsste hier links müsste Lester sein. Das heißt, wir sind jetzt hier einmal durch, oder was? Erstmal. Ja, hier ist nichts mehr. Da. Ist ein Krug? Da hinten auch? Ist ein Krug? Ja! Ah, jetzt sind wir wieder im Heilerviertel. Jetzt müssen wir die ganzen Krüge suchen. Soll ich dein Ernst? Gibt's hier wenigstens so eine scheiß Map oder sowas davon? Von dieser komischen City, dass ich weiß, wo hier der das Heilerviertel anfängt und wo nicht? Das wäre mal total sinnvoll. Weil ich weiß nicht, sind wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier hinlaufen, immer noch im Heilerviertel oder was ist das? Also wir haben jetzt 3 Krüge und 6 da hinten ist ein Krug wahrscheinlich. Mal, lauf doch mal. Was ist doch Ausdauer. Ja, 4 Krüge. Und hier waren wir noch gar nicht, obwohl da die Typen waren. Kann auch nicht wahr sein. Ey, das ist eine Scheiße hier. Wer kam denn auf die Idee, so eine Sammelquest bei so einer Ruine zu machen? Blödsinn, ey. So, gucken wir mal, ob hier noch was ist. Also hier müssen wir quasi nach Krügen Ausschau halten. Den Korb haben wir noch nicht mal gesehen. Mhm. Na gut, ich muss noch gleich mal die Folge beenden. Sonst wird sie wieder zu lange. Ich guck mal noch, aber ich will mit dem Viertel hier wenigstens erstmal abschließen. Ich glaube, wir haben es jetzt hier langsam, ne? Ist hier noch was in der Ecke? Nee. Okay, Jungs, dann tue ich mal, was jetzt hier unten drunter ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!